The power of the dark side, 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 side. Yo, yo, yo! Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars The Force Awakens. Ja, wir sind gerade spektakulär am Abschießen. Hoffen wir zumindest soweit. Und ich spiele immer noch mit der Nick 2003 hier. Wir spielen im zweiten Level. Und im vierten Part, ja. Ja. Ja, wir sind sehr lang. Okay, komm. Sehr schön. Schießen, schießen. Vier Truppler müssen wir noch erledigen. Und das ist so eine der... Okay, scheiße. Okay, ich hier sehe... Ja. Moment, ich muss hier hin. Ja, ich weiß. Ich muss hier, glaube ich, sowas ranscannen, ja. Sehr nice. Das musst du abschießen. Gleich überhitzt es. Weg. Doch nicht. Sehr schön. Der Transporter kassiert mächtig. Wie machen wir es mit dem Rest? Okay, auch weg. Das war mal epic. Da kassieren wir schon unsere Moneten, obwohl wir nicht auf Vara Jedi gehen. Nett. Moment. Keine Sorge, da drüben gibt es einen Wasserturm. Multiset, wo macht es am meisten Sinn? Ich mach's erstmal hier hin. Aha. Ich glaube, das ist es jetzt nicht. Ich denke, es ist das andere, ja. Okay, hier musst du hin. Doch nicht. Doch. Sehr schön. Der Wasserturm. Da gehst du down, warum auch immer, man weiß es nicht. Die Texturen haben sich anscheinend noch nicht gelöscht. Oh, ja, das war jetzt gar nicht so. Du stößt mich immer um, das nervt ein bisschen Truppen. Ja. Es werden jetzt keine neuen Truppen mehr kommen. Dafür werde ich schon sorgen. Düm, düm. Ja. Sehr schön. Also, ihm ist ja ein bisschen langweilig, aber jetzt könnt ihr das durchaus mal machen. Hebt dieses Ding jetzt ab, mehr oder weniger.
Sicher, okay, wir können weiter. Hab ich gerade eine Nachricht gekriegt? Ich weiß es nicht, ist mir auch. Ach du Scheiße, ein Flammentruppler, der ist ja... Also die Helme sehen ja... Finde ich schön, dass die so neue Helme gemacht haben. Aber natürlich war es auch bis zum gewissen Zeitpunkt auch einfach nötig. Hier, das ist das... Popcorn-Maschine oder wie man das nennt. Auf jeden Fall scheint eine Popcorn-Maschine zu sein, ja. Flammentruppler abgelenkt. Flammentruppler ist down. Das wird noch... Ich kann das Feuer nicht löschen. Wir müssen unbedingt Los Anteca retten. Du kannst das reparieren, oder? Mit Maschinen habe ich es nicht so. Tja, Jetzt musste ich kurz überlegen. Hier ist jetzt Wasser drinne. Und jetzt heißt das müssen wir genau. So. Ja. Okay. Ja. Ist ja gut. Also im Prinzip geben die einem ja schon die Lösungen. Wobei, egal. Ich dachte, jetzt funktioniert das schon vorher. Vielleicht, vielleicht nicht. Anscheinend noch müssen wir es normal machen. Sehr schön. Wasser. Oh, der Kylo Ren Fighter kommt an. Etwas Schlimmeres ist dir widerfahren. Ihr wisst, weshalb ich gekommen bin. Verschwinde von hier so weit weg, wie es nur geht. Hast du verstanden? Ich komme dich holen. Es wird alles gut. Die Karte zu Skywalker. Wir wissen, dass ihr sie habt. Und jetzt werdet ihr sie der Ersten Ordnung übergeben. Die Erste Ordnung erwuchs aus der dunklen Seite. Du jedoch. Ich zeige dir die dunkle Seite. So viel zur Info. Das war's dann mit dem Oppi. Lassen Sie umgehend Ihren Blaster überprüfen. Okay, das war's dann auch schon und eigentlich, wir machen jetzt noch bis wir zum nächsten Level kommen. Und den gibt es, das nächste Level gibt es dann aber erst im nächsten Part. Und ja. Deswegen schnacken wir auch nicht lange drum rum. Komm, jetzt hier. Geschichte fortsetzen. Den Ladebildschirm kennt man ja schon aus den neuesten Lego-Spielen. Bei Lego Jurassic World hatten wir genau das gleiche. Das ist ja etwa vor einem Jahr
zur gleichen Zeit rausgekommen. Und wir müssen uns jetzt also hier einloggen und wie es scheint, und zum nächsten Level zu kommen. Also es ist nicht so eine Art Cantina Open World, wie ich das doch manchmal sehr, sehr gerne mag. Sondern es ist auf das Level bezogen, wie auch schon bei Lego Jurassic World. Hier muss man einen Sturmtruppler bilden. Das nochmal zu dem Spiel. Ich finde, das Spiel ist halt neumodisch. Mir persönlich gefallen die alten Teile zwar etwas besser, wo die Level doch noch deutlich kürzer waren und dafür mehr Level. Und es war einfach nicht so, aber für jeden, das ist auch einfach, ist halt eine super Weiterentwicklung. 3D hat sich immer mehr verbessert. Aber bevor wir hier, geht's dann im nächsten Part weiter. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.